So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute reden wir mal über die Patch Release Notes für den heutigen Patch am 19.05. Was wir da bekommen, was für Änderungen es gibt und ja, alles was so dabei ist, ne? Gehen wir mal kurz drüber, wird eine lange Zeit, also gehen wir straight rein. So, hier sind wir auf der Seite von Player's Arc, wo die Release Notes dargestellt sind. Gehen wir mal kurz drüber. Als erstes bekommen wir den neuen Legions-Raid. Der Legions-Raid schafft uns so gesehen den Entry in die Relikt-Accessoires und das in das Relikt-Gear. Dieser Raid erfordert 8 Leute, hat insgesamt dann eine Mindest-Item-Level-Voraussetzung für 14,15 normal und 14,45 im Hard-Mode. Ja. Zusätzlich bekommen wir heute den Zerstörer. Ne, eine neue Klasse, die gehört zu der Kriegerklasse, hat halt einen riesigen Hammer, ist relativ langsam, Hüte dafür aber hart. Müsst ihr euch mal angucken, ob euch das gefallen hat, aber man muss sagen, es hat den Bonk-Mode. So, vielleicht ganz interessant. Dann als nächstes haben wir dann den Wächter-Raid, den neuen, den des Kaluda. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt, in der Storyline von Isterei und um Kadan herum, da sieht man den und bekämpft man den schon mal ein bisschen. Ihr braucht dafür auch 14-15er Item Level und ihr müsst vorher alle bevorstehenden, also vorherigen Guardians müsst ihr besiegt haben. Also alle aus, also hier mit Nightfox, Yoho und Verganus. So, dann nächstes kommt Prüfungwächter. Das sind so das sind immer so Prüfungen, die du machen kannst. Die sind, ja, die bringen euch dann bestimmte Rewards, neue Rewards. Genau weiß man nicht genau, wie die Rewards aussehen werden, weil aktuell ist das Game noch nicht online. Und, aber ja, sollte eine gute Möglichkeit geben, nochmal wieder ein bisschen Event reinzubringen. Dann kriegt gut wieder, wahrscheinlich wieder kriegt man Honing-Materialien oder Miscellaneous Stuff. Und das ist halt jede Woche, ne? Okay. Dann als nächstes die Gilde-Aktivitäten. Hier gibt es dann PvP-Inseln und PvE-Inseln. Wenn ihr zu den Guild-Aktivitäten mal ein Video zu sehen wollt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, dann mache ich da gerne auch so ein Video. Aber um kurz zu sagen, die Gildenaktivitäten müssen natürlich in der Gilde dafür sein und solltet euch mit der Gilde abstimmen, welche ihr davon machen wollt. Dann in Südwern kommen neue Inhalte. Erstmal, es gibt 3 neue Stufen für Chaos Dungeons. Die sind dann mit 14,15, 14,45 und 14,75. Um diese betreten zu dürfen, müsst ihr natürlich die Storyline in Südwern abgeschlossen haben. Als nächstes gibt es wohl ein Chaos Portal in Südwern mit dann dem entsprechenden Geheim Dungeons. Teilnahme ist dort auf 14,15. Info für euch, dass hier steht Geisterschiffe von Südwern hinzugefügt. Da ist man sich unsicher, ob das stimmt oder nicht, weil in der russischen Version gibt es kein Geisterschiff in Südwern. Muss man sich angucken. Na, ich erwähne es hier mal, aber es kann auch sein, dass das hier falsch ist. Dann gibt es den Hard Mode für die Chaos Line Dungeon oder den Chaos Line Dungeon, der in Südwern existiert. Teilnahmebedingungen ist dort auch 14,15. Diesen schaltet ihr frei, wenn ihr die Story macht und dann bei dem Chaos Line Portal da ein NPC anspricht. Das ist ein Silverian mit einem Hut. Müsst ihr eine Quest abfolgen. Und das ist so ein wichtiger Content wie die Anguish Style. Okay, als nächstes haben wir den Donnerflügel Gebietsboss, also das ist einfach ein Gebietsboss halt in Südwern. Der erfordert eine Mindestgegnerstufe von 14,60. Da, ihr könnt das auch mit weniger machen, wie zum Beispiel bei T3 Moake. Ihr müsst ihn halt zumindest einmal gehetet haben, damit ihr Loot bekommt. Dann kommt die Wildflügelinsel. Ja, hier gibt's dann, da habe ich glaube ich schon mal drüber geredet, das ist auch noch so ein Event. Da kämpft ihr halt gegen den Gockelkönig-Boss und kriegt Eventmünzen. Diese Eventmünzen könnt ihr auch wieder eintauschen gegen Stuff. Auch wieder so ein bisschen Ingame-Event, finde ich nice. Ein paar Events, dass man auch ein bisschen Diversität hat, finde ich cool. So, dann bekommen wir dann auch noch einmal ein Shop-Update. Das heißt, erstens kriegen wir den Nereas Garderobe, wir kriegen halt so ein bisschen modernere Skins, die sind zeitlich begrenzt. Und die einzelnen Skins, also Kopf, Brust, Hose oder etc., können da gekauft werden. Dadurch kann man zum Beispiel sich dann so ein bisschen Outfits zusammenbasteln. Nächstes ist einmal die nächsten kosmetischen Inhalte. Einmal das exklusive Zerstörer-Skinset, Shushas Wille. Kann man hier einmal so. Na, das will er hier nicht. Ja, ist halt einfach ein Set für den Destroyer. Dann bekommen wir noch das Morgen-Dämmerungs-Sammlungsset.
Set. Ja, könnt ihr euch ein bisschen mal angucken, wie das aussieht. Rechts haben wir die Gunner-Klasse, die männliche. Dann haben wir hier die Zauberin. Bardin ist das ja. Hier, ich glaube, rechts ist Artillerist. Bardin, Gunlancer. Sieht so aus so ein bisschen. Scrapper und Berserker. Keine Ahnung. Aber da gibt es wahrscheinlich mehr Klassen. Hier sieht so ein bisschen grob die Idee dahinter. Hier seht ihr auch grob die Skins hinter. Ne? Genau, und dann gibt es noch Anpassungen für Gebäude. Im Shop gibt es jetzt neue Gebäude und Gegenstände zur Anpassung eures Strongholds. Ich bin persönlich nicht einer, der viel im Stronghold macht. Ich habe das nicht viel designt. Weil es sieht aus wie erstmal. Genau, es gibt Shura Spezialpakete. Darunter den Skin sowie wertvolle Gegenstände für dein Abenteuer, wahrscheinlich um den so ein bisschen zu pushen. Gibt es noch weitere Erneuerungen? Ja, etwa eine passende Gegenstandsmenge in Maries Geheimladen und einige neue Kristallpakete. Es gibt eine neue Schaltfläche, die Spieler einen Vorschau von Skins aus weiteren in ihrem Inventar anzeigen können. Also, wenn ihr die ausgewählt habt, könnt ihr dann den Skin previewen. Das ist nice. Okay, dann kommen wir allgemein, dass man halt so alles was Neues zukommt. Jetzt kriegen wir mal Anpassung. Neuerung bei der Charakteranpassung. Es gibt insgesamt 5 neue Frisuren für jede der 5 Klassen. Es gibt 5 neue Kriegervoreinstellungen ohne Gesichtsbehaarung. Es gibt menschliche Ohren für die Magierklasse und es gibt jetzt auch Scroll-Leiste in der Frisurenauswahl. Es gibt jetzt einen integrierten Dungeon-Menüpunkt. In dem könnt ihr alle Dungeons oder Raids werden aufgelöst und könnt auch von dort betreten. Heißt, ihr müsst nicht mehr an diese Statue gehen. Diese könnt ihr dann entweder an einem Button an der Minimap dran packen oder ihr macht Alt-Q. Genau. Ihr könnt jetzt auch Escape drücken, um im Spielmenü den Teilnahmestatus ihres Trackers bei verschiedenen Inhalten zu sehen. Also heißt, glaube ich, so ein Tracker, so ein Ingame-Tracker. Zusätzlich gibt es dann jetzt mal Chat-Makros, die ihr einstellen könnt, wenn ihr Fähigkeiten einsetzt, dass hier halt immer abgespielt wird. Genau, das gibt Einstellungen für bevorzugte Reittiere. Bevorzugte Reittiere werden zufällig gerufen. Ne? Genau, dann nimmst du mehr auf bevorzugt, drückst auf den Button und beschwörst halt random eins von einem bevorzugten. Natürlich könnte vielleicht mal ein bisschen Mount wechseln. Genau, es gibt jetzt die Option, jetzt könnt ihr Gravuren es gibt ja das automatische Dismantle, das automatische Zerstören von Equipment. Das hat jetzt einen Filter bekommen, wo, wenn da bestimmte Gravuren drauf sind, dass die davon ausgenommen werden, von dem automatischen Zerlegen. Pretty nice. Also könnte ich dann jetzt zum Beispiel auch mal das Auto Dismantle einsetzen für die 3 Sachen. Genau, dann Optionen für integrierte Vorstellungen wurden verbessert. Dann kannst du festlegen, welche Charaktere Goldbelohnung von bestimmten Aktivitäten wie Upgrade-Dungeons erhalten. Das geht ja bis 6 pro Charakter. Normalerweise war das so, wenn du einmal in den Dungeon gegangen bist, der Gold gebracht hat, zum Beispiel der Biss-Dungeon, dann war der Charakter registriert, jetzt kannst du das aussuchen. Dann kriegt er aber kein Gold. Wenn du den, mit dem du dann gerade reingehst, ist kein nicht ein ausgewählter wohl, dann kriegst du kein Gold mit dem. Genau, neue Gruppenfinder hinzugefügt und besser gesucht. Spieler, die offline sind, werden in der Gruppeneinladungsoberfläche nicht mehr angezeigt. Das muss noch ein Bestätigungsfenster, wenn du verlassen willst. Ja, es gibt jetzt ein Dropdown-Menü, in dem du wählen kannst, für welches Tor du Mitglieder suchst, da Legions-Rates über verschiedene Torpersonen, also zum Beispiel Argus, es steht aus P1, P2, P3 zum Beispiel, und jetzt kannst du da halt auswählen, suchst jetzt für P1, P2 oder P3. Hier in dem Interagieren-Menü gibt es ein neues Spielzeug. Ja, da könnt ihr halt die zur Verwandlung reinlegen. Nächstes kommt Verbesserung bei Markt und Auktionshaus. Du kannst eine weitere Suchoption im Auktionshaus konkreter suchen. Du kannst die Sucheinstellungen mit den erweiterten Suchoptionen zurücksetzen, indem die Suchoption löscht. Wenn im Markt- oder Auktionshaus gewisser Gegenstand weniger als 3 Stunden, aber noch länger als 5 Minuten verfügbar ist, kannst du ihn erneut anbieten. Du bezahlst das Angebotspfand erneut und erhältst dein altes Angebotspfand per Postzugkasse. Das heißt, wenn das länger als 5 Minuten ist und unter 3 Stunden, was ihr gepostet habt, und ihr brecht das ab, dann kriegt ihr diesen Angebotspfand wieder zurück. Vorher war das nicht möglich. Genau, das ist jetzt direkt in der Oberfläche des Auktionshauses, wie viele 4 uns du hast. Normalerweise musstest du halt nachgucken im Währungsmenü, jetzt siehst du es halt direkt in dem Auktionshaus, wie viele 4 uns du hast. Genau, ne? Ich sag ja, ist zu lang. Dann Verbesserungen bei Festung. Verbesserungen und Updates bei den Bauernhöfen. Im Bauernhofmenü kannst du jetzt Ressourcen auswählen und in den Plätzen anpflanzen. Angepflanzte Ressourcen können jeden Morgen geerntet werden. Einfach. Also kannst du ein bisschen aussuchen, was du haben willst. In der Forschungsstufe kannst du prächtige Ressourcen ernten, die dir mehr Belohnung bringen. Klar.
Aus der Fertigkeit und von Fertigkeit Sturm gelieferte passive Effekte liefern keine Boni beim Sammeln von Ressourcen. Dort, weil es eh nichts bringt. Von den Festungsbauernhofsressourcen können keine UNOS-Aufgaben oder Gildenanfragen im Zusammenhang mit den. Ja, also du kannst nicht mehr die Weeklies damit machen oder Gildenanfragen damit nicht mehr machen. Es werden jetzt leichter Grenzen gezeigt, wenn du besser siehst, wenn du Gebäude platzieren willst. Durch Strömung von Steuern kannst du mit mehreren Gebäuden gleichzeitig auswählen, also wie es eigentlich immer ist. Oder so sollte. Das Inventarlimit für bestimmte Festungsgebäude wurde jetzt erhöht. Du kannst in der Expeditionsstation jetzt mehr als eine Expedition auf dieselbe Spezialmission schicken. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, ihr habt euren T2-Twink und den schickt ihr los, dass der einmal Lava-Chromami mal Spezialmission macht, weil ihr zum Beispiel selber nicht reingeht und ihr wollt den Entry nicht verlaufen lassen oder so, würde jetzt zweimal Chromami starten als Beispiel. Genau, dann allgemeine Updates. Die Belohnungsserie für die Tieranmeldung wurde aktualisiert. Klar, die neue Belohnung fürs tägliche Einloggen. Zwei erstes Forst mit demselben Namen können jetzt gleichzeitig ausgerüstet werden. Normalerweise muss man halt, wenn man einen Ring hat mit dem gleichen Namen, muss man entweder den nehmen oder den neuen. Und jetzt kannst du beide annehmen. Also wird das Equip ein bisschen einfacher. Als nächstes gibt es dann, es gibt jetzt beim Kampf gegen Boss Anzeigen für von 300 Hinterhaltangriffe. Das sind, es gibt so Indikatoren um den Boss herum. Relativ geil. Das könnt ihr auch nochmal anpassen unter Einstellung Gameplay-Steuerung. So. Es gibt jetzt Abkürzungen in den Wächterkarten, Frosthaar und Nebelkammer, also dass man sich da schneller bewegen kann. Was nice ist, weil die Karten sind echt Bullshit. Chat-Nachrichten des Raid-Anführers werden jetzt hervorgehoben. Ne? Es gibt den Raid-Anführer. Wird hervorgehoben. Okay. Warum? Ist okay. Symbolsuche auf der Karte und Durchsuchen der Dungeon-Karte werden verbessert. Du kannst jetzt Ziele auf einer anderen Etage suchen. Auch cool. Beim Sammeln von Symbolgegenständen zeigt er eben, was nur an welchem Inventar diese verstaut werden. Auch okay. Die Menge an Silber in den Südwesten Zugangstickets bei Gildenhändler wurde von 20.000 auf 42.000 erhöht. Total irrelevant. So, solltet ihr als nächstes einen Item-Level über 14-15 erreicht haben. Also sagen wir mal 14-16. Dann bekommt ihr keine Goldbelohnung mehr aus den Brunnen von Oria Abgrund Dungeons, also aus dem T3. Das ist egal, ob Normal oder Hardmode auch. Dann gibt es nochmal Verbesserungen bei der Monta Island, also bei der Abenteuerinsel. Spieler können die jetzt von einem fixen Ort aus betreten. Es wird ein Kompass hinzugefügt, damit Spieler leicht zum Ort der Quest gelangen können. Der Anzahl der Thema wurde auf 30 reduziert. Um die seltsame Schatztruhe zu besiegen, musst du mit der 5 eine Bratpfanne einsetzen. Seltsame Schatztruhe liefern mehr Notizen, aber keine Silber oder Gold mehr. Bla bla bla. So, einfach ein bisschen anpassen. Ja, Insel. Du verlierst beim Wechsel eines anderen Gebiets keinen Alkoholbonus mehr. Also manche Alkoholiker haben jetzt einen 10 Minuten anhaltenden Bonus. Also du bleibst weiter besoffen. Lisa, Mojito und Punica Gin können jetzt aufgefüllt werden, indem du deine leere Flasche zu dem Koch bringst. Gibt es in großen Städten einen Qualitätsaufwertungs-SPC, bei dem Spieler gegen Gold die Qualität von in Legions-Raids erhaltene Reliktrüstung verbessern können. Das heißt, du hast ja auf jedem Equip-Teil hast du ja eine Qualität. Und du kannst jetzt für Relikt-Gear aus Waltern, kannst du dann zu diesem Händler gehen und diese Qualität, wenn du zum Beispiel, du hast ein richtig, sind Perfect-Stats raus plus Perfect-Engravings und hat dann zum Beispiel eine Qualität von 10, könntest du jetzt zu dem Händler gehen und die Qualität dann im Endeffekt halt für massig Gold auf 100% pushen. Ziemlich cool eigentlich. Die Abklingzeit des Oscar der Fähigkeit von Spürung wurde von 5 auf 3 Minuten reduziert. Kann man halt häufiger einsetzen. Der ist nämlich, glaube ich, nur 1 bis 2 Minuten aktiv und dann so lange zu warten, war ein bisschen nervig. Das ist besser. Genau, und die ausgeklappte Minimap wird automatisch bei den Handwerksfähigkeiten Minigames geschlossen. Ja, Quality of Life. Spieler können Nippenblätter, Reittiere und Begleiter jetzt mit der Maus in Shell-Leistenplätze hinzufügen oder entfernen, während sie einen aufgenommenen Gegenstand halten. Also, vorher, wenn du was in der Hand gehalten hast, was getragen hast durch die Gegend, würdest du nichts platzieren dort. Jetzt geht's. Yay! Es gibt eine neue Shell-Fläche, der Spieler eine Vorschau von Skins und Ausrüstung. Genau, das habe ich ja schon gerade gesagt. Jetzt könnt ihr euch angucken, wie die Skins aussehen bei eurem Charakter. Und wenn es da mehrere Farben gibt, wie sieht die Farbe aus? Könnt ihr jetzt einfach Rechtsklick auf das Item auf die Box machen, da gibt es die Preview. Genau, und da gibt es verbesserte Kontrollerstützung. Ach ja, ne, Händlergegenstände mit Kauflimit werden jetzt an das Ende der Ladenoberfläche verschoben, werden die verfügbar am Ende aufgebaut. Das heißt, die werden nicht mehr oben angezeigt, sondern die werden jetzt einfach nur unten angezeigt. Die verschwinden so ein bisschen aus dem Blickfeld. Genau, und dann. Oh, jetzt geht's los. Das Ding wird hier, das wurde leider nicht übersetzt, großartig, die Balance Patches. Aber wir gehen mal grob durch. Also das sind immer, glaube ich, die PvE-Änderungen.
Soweit ich das sehe. Genau, es wären, du, sie waren zu effizient, also Skills, die den einkommenden Schaden reduziert haben bei Spielern oder bei Gruppen, war zu effizient im PvP. Das haben wir jetzt adressiert. Gehe ich jetzt nicht drauf an. Paladin wurde angepasst. Gunlancer, Bard, Warden, sonst was, bla bla bla. Aber hier, Classman, ist das immer wichtig. Also hier wurde einiges jetzt geändert, dass zum Beispiel die kein Fondet, also es wurde, das müsst ihr mal durchlesen, also wir fliegen dann nur mal kurz drüber, weil es ist halt huge. Und ich habe von manchen Klassen noch keinerlei Ahnung. Und, aber durch diese Balance-Patch-Änderung, durch diese Balance-Änderung, kann das jetzt nicht sein, dass sich natürlich auch ein bisschen Skills ändern, Skillungen ändern oder halt Best-Builds ändern. Guckt mal in euren präferierten Guides nach. Vielleicht haben die sich das angepasst. Genau, also öfters mal wurde jetzt zum Beispiel Attack-Type geändert von Front-Attack auf Back-Attack, das habe ich öfters mal gesehen. Der Damage wurde hinzugefügt oder reduziert oder Counter-Attack-Effekt wurde hinzugefügt und so weiter. Das ist halt, Engravings wurde geändert. Zum Beispiel hier bei Berserker-Technik wurde die das geändert. Bei Mayhem wurde der Burst Mode Damage reduced und so weiter. Wie ihr seht, das ist huge. Wir können mal darauf eingehen, auf die Klassen, die ich gerade so ein bisschen spiele, die, wo ich noch ein bisschen was zu sagen kann. Zum Beispiel Glavier hier, Vault und Wheel of Blade sind keine Front-Attacks mehr, sind jetzt Back-Attacks. Okay. Ändert sich jetzt nicht mega viel. Red Dragon Horn, das Ding, was du aufladen musst, das ist jetzt ein bisschen, du hast der Determination Tripod, es macht jetzt einen höher, hat jetzt einen höheren Schaden-Output, ist jetzt increased. Und der dann zusätzlich nochmal Perfect Zone ist nochmal increased. Spear of Destruction Tripod, has been changed from inflicting guaranteed crit damage to a 100% increase in crit accuracy and increase in crit damage by so viel und so viel Prozent. Nice. Und Aiming Distance Tripod changed to Fatal Aim. Ja, dann nochmal hier PvE Damage Increase 13% bei dem Fast of Destruction. Spear Tip Thrust changed to Spear of Destruction. Also wurde umbenannt. Viewpoint Detection Tripod Swap Locations in the Skill Tree Menu with the Shield Tripod. Und einfach nur von der Position gehen. Surrounding Spear Counter Attack Effect has been added. Also jetzt habt ihr auch als Glavier in der roten Stance einen Counter. Ziemlich nice. Weil sonst musstet ihr nämlich immer versuchen, schnell in Blau zu wechseln, damit ihr einen Counter habt. Das braucht ihr jetzt nicht mehr. Spear Tip Thrust Skill Tripod Change to Vital Point Strike. Ja. Hier gibt es auch nochmal einen Thrust Tripod has changed to Vital Point Strike. Dann gibt es Vital Point Crit Rate has increased by 20%. Crit Damage has increased by up to 90%. As you can trust a longer period of time. Ziemlich, das könnte, glaube ich, das Crit Build ziemlich buffen nochmal. Ground Explosion Tripod Damage increased to. Guck mal, hier ist nochmal ein Damage. Ground Explosion, das ist ein Tripod, den man nimmt für das Crit Build. Das. So gesehen, wenn ihr runterfällt mit diesem Sprung, kommt noch ein zweiter Angriff. Das ist so das, was man nimmt eigentlich, wenn ihr Spec Crit baut auf Glavier. Das macht jetzt mal ein bisschen mehr Schaden. Ziemlich nice. Ja, und dann hier, so als Artillerist wird halt ein bisschen was entfernt. Also generell wurde jetzt Gatling Gun, Flamethrower, Gravity Explosion, Homing Power, die drei hier, da wurde der einmal der Back Attack entfernt. Dann 5% Damage Increase. Das ist ziemlich buff. Also, und dann die drei, also heißt, dann die profitieren auch von Hitmaster jetzt. Homing Barrage, da wurde halt nur der Stagger decreased von High to Lowest. Bei Stagger Damage decreased von Mid to Lowest auch nochmal reduziert. Hier wurde nochmal was gebufft vom Damage. Der Rocket Launcher, der hat einen höheren Stagger jetzt bekommen. Und der Damage wurde jetzt increased für die Flame Rockets. Der Napalm Shot hat jetzt auch keinen Feuerattack mehr. Hat aber jetzt den höchsten Stagger, der überhaupt möglich ist auf irgendeiner Fähigkeit. Ziemlich geil, weil die Fähigkeit bufft, die bufft ja schon auch dann den Gegner, dass er mehr Stagger-Schaden hat. Swing wurde noch erhöht und Forward Barrage ist jetzt ein Counter. Finde ich ziemlich geil, weil das nämlich ein schnellerer Skill ist als Nachhaltschutz. Und der Tor hat jetzt mal Leben. Und jetzt gibt es nochmal was ziemlich nice, wenn ihr in dem Turm-Modus halt, also Y aktiviert habt, ihr könnt jetzt aus der rausrollen. Also Mobility Skills usen, dadurch wird es aber abbruchen, halt wenn du deine Leertaste drücken. Du kannst den Barrage Mode jetzt auch deaktivieren, auch wenn du gesilenced bist. Du kannst die Time Stop Potion, Stealth Warp und Splendid Stealth Warp einsetzen, wenn du im Tower bist. Ziemlich nice, die Time Stop besonders. Ein extra Meter wird nochmal hinzugefügt, damit du es besser erklären und sehen kannst. Und in dem Bombardement, in der Wehe dieser, wo er ganz oft schießt und zur Explosion kommt, hat er vorher eine richtig blöde Reichweite gehabt.
Das hat jetzt 15% mehr Reichweite plus mehr Attack Speed und mehr Duration. Und die Attack Duration hat halt decreased. Ne? Ja, aber bei den anderen kann ich leider wirklich wenig zu sagen, deswegen werde ich ja nichts zu sagen. Ich werde dieses ganze Ding hier verlinken. Dann könnt ihr euch das alles mal selber angucken. Es ist ein gigantischer Patch. Erstens, was Balancing angeht und auch was an neuen Content für uns kommt. Ja, also, es ist geil. Freue mich drauf. Richtig geiles Update. Hoffentlich sind die Server on, laufen die Server. Sind nicht so wie halt Never Play oder Patch Day. Ja, wenn es euch so gefallen hat, lasst mich gerne einen Kommentar wissen. Würdet ihr gerne, dass ich jeden einzelnen zum Beispiel durchspreche in dem Patch Notes, also jede einzelne Klassänderung? Lasst mich gerne wissen. Dann mache ich das gerne beim nächsten Mal. Versucht dann auch die anderen Klassen also ein bisschen mal mehr anzugucken. Ja, wenn es gefällt, wenn es euch generell gefallen hat, lasst ein Like da, Daumen hoch da, Kommentar, Abo, Glocke, whatever. Ich wünsche euch viel Spaß bei Valtan, wenn ihr Valtan spielen könnt. Wenn nicht, wünsche ich euch viel Spaß allgemein in Lost Ark. Vielleicht spielt ihr einen Destroyer. Ich werde auf jeden Fall den Destroyer spielen. Ich freue mich richtig drauf. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Zutakos. Bye bye und bleibt gesund.